Ein herzliches Hallo und willkommen im neuen Video. Ich freue mich sehr, dass du wieder reingeseppt hast und dir auch die Zeit genommen hast. Übrigens auch vielen, vielen Dank für deine konstruktiven Rückmeldungen auf das letzte Video, was ich hier oben verlinke. Uns ist natürlich klar, dass sich nicht jeder ein Leben vorstellen kann, so wie wir es leben. Was uns aber klar ist und auch wir gesehen haben, dass sich viele von euch Bröckchen aus unseren Videos herausziehen für ihr eigenes Leben. Und genau darum geht es, dein Leben so zu gestalten, wie es sich für dich gut anfühlt und um nichts anderes. Übrigens habe ich mir was Kühles zu trinken geschnappt, mich auf den Tiny House Fußboden gesetzt, weil es hier deutlich kühler ist als da oben im Loftbereich, denn draußen wird es halt richtig heiß. Also schnapp auch du dir was Leckeres zu trinken, lehn dich zurück und hau auch gerne in die Tasten, du bist herzlich dazu eingeladen. Hey Leute, das ist der beste Mann der Welt. Um jetzt mal den Schwenk hinzubekommen zum eigentlichen Videothema, draußen haben wir einen Nachbarshund. Und dieser Hund hat gewisse Bedürfnisse, eigentlich eher Grundbedürfnisse wie Essen, Schlafen und auf die Toilette gehen. Und eigentlich nichts anderes. Er konzentriert sich wirklich nur auf seine Grundbedürfnisse. Er konsumiert nicht, er muss sein Leben nicht minimalistisch gestalten, um irgendwelche Fehler auszubaden, die er durch falschen Konsum begangen hat. Und eigentlich sollten wir Menschen das ja auch tun, auf unsere Grundbedürfnisse hören und uns nach unserer inneren Natur richten, um es mal ganz platt zu sagen. Und wie du weißt, gab es in den letzten Wochen und Monaten auch einige Videos zum Thema Minimalismus, auch einige Tipps, wie du den ganzen Krempel loswirst, den du eigentlich gar nicht brauchst für ein kunterbuntes und, wenn du möchtest, auch leichtes Leben. Wie du selbst weißt, fühlt sich Ausmisten grundsätzlich immer gut an, egal ob du da jetzt extrem unterwegs bist oder eher der locker leichte Typ bist, der sich einfach ein bisschen befreien möchte. Wenn dir allerdings ein ganz kleines Detail nicht bewusst wird, oder du darüber nachdenkst, und das tun die wenigsten, die sich mit dem Thema beschäftigen, werden die Regale und die Schubläden, die du vorher vielleicht leer gemacht hast, schneller voll, als du gucken kannst. Und das passiert ganz automatisch, ohne dass du es merkst. Einfach weil unser Leben und unsere gesamte Gesellschaft darauf trainiert sind, ja, zu konsumieren. Und das auch in immer kürzeren Intervallen. Es ist praktisch ein Teufelskreislauf, aus dem wir nicht wirklich rauskommen, außer wir schieben einen Riegel davor. Und genau deshalb möchte ich heute mit dir über eine Sache sprechen, über die fast niemand spricht, wenn wir von Minimalismus reden. Insbesondere wenn du vorhast, deine Lebenszeit nicht nur für einen ganz kleinen Moment, sondern wirklich langfristig freier zu gestalten. Alles im Leben hat einen gewissen Wert und auch wir haben damals hier und da konsumiert, einfach weil wir den Platz in unserer alten Wohnung hatten. Im Vergleich zu damals haben wir unseren Konsum aber schon deutlich reduziert und also noch weiter reduziert und mehr den Fokus darauf gelegt, was sich für uns richtig und auch gut anfühlt, vor allem leicht. Wir fühlen uns gerne leicht, wir sind gerne unterwegs, wir reisen gerne, das wirst du mittlerweile schon wissen. Und es zeigt dir auf eine ganz besondere Art und Weise, dass es für uns das Schönste ist, was es gibt, im Hier und Jetzt zu leben, mit den Menschen, die du einfach liebst. Aber ohne großartig jetzt auszuschweifen, möchte ich auf was ganz Spezielles hinaus. Es geht einmal ums Geld, aber auch um die Zeit, beziehungsweise unser Konsumverhalten, wie es sich extrem negativ und sehr, sehr stark auf einer dieser Faktoren auswirkt. Jetzt sagst du dir vielleicht, ja eigentlich auf beide, Geld und Zeit. Das ist sicherlich richtig, denn je mehr wir konsumieren, desto mehr Monat bleibt am Ende des Geldes einfach übrig. Das ist Fakt, aber es gibt ja auch zwei Seiten der Medaille. Um jetzt langsam auf dieses kleine Detail zu sprechen zu kommen, wovon ich anfangs im Video ein paar Worte verloren habe, müssen wir erstmal verstehen, wie hoch der Durchschnittsverdienst im Monat ist. Der liegt nämlich bei 3.000 Euro brutto. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass da noch Teilzeitbeschäftigte mit reinkommen und Azubis, runden wir etwas ab und landen bei 2.500 Euro Bruttolohn im Monat. Wenn wir jetzt das alles runterbrechen auf einen Nettostundenlohn, vorher schon abgezogen die Lohnsteuer, Sozialversicherung und den ganzen Pipapo, landen wir bei einem Stundenlohn von knapp 10 Euro. Übersetzt heißt es also, dass wir knapp eine Stunde Lebenszeit tauschen gegen 10 Euro Cash auf die Hand. Kommen wir nun zurück auf unser Konsumverhalten. Alles in unserem Leben hat einen Wert. Das wissen wir und auch jede einzelne Kaufentscheidung, die du in deinem Leben triffst, hat einen gewissen Gegenwert. Jetzt sagst du dir vielleicht, klar, für jedes Produkt, was ich kaufe, muss ich Geld ausgeben. Das ist natürlich richtig. Für den neuen Trendy-Kopfhörer 250 Euro, das kostet Geld. Die neuen Sneaker, die kosten auch Geld. Vom neuen iPhone brauche ich nicht reden, kostet sehr viel Geld, 800, 900 Euro. Doch was glaubst du, wie sich dein Konsumverhalten plötzlich verändert? Vielleicht passiert auch gar nichts. Aber was glaubst du, was passieren könnte, wenn ich dir sage, dass du für diese 250 Euro, die der Trendy-Kopfhörer kostet, unglaubliche 25 Stunden deiner Lebenszeit opfern musst, ob im Büro oder auf dem Bau oder wo auch immer du arbeitest, um dir diese Kopfhörer leisten zu können? Bei den Sneakers für 120 Euro sieht es ähnlich aus. 12 Stunden Arbeitszeit. Beim iPhone, da sieht es ganz extrem aus. Da musst du über 2 Wochen ackern und arbeiten, um dir dieses iPhone leisten zu können. Und ob du jetzt weniger oder mehr verdienst, das kannst du am Ende ja ausrechnen. Wenn du jetzt überlegst, wie anstrengend dein Job vielleicht körperlich oder geistig ist, 8, 10 oder 12 Stunden du täglich arbeiten musst, und ja, das müssen sehr, sehr viele, dann wird dir vielleicht klar, dass dieser Sneaker für 12 Stunden Lebenszeit nicht unbedingt sein muss, wie auch vielleicht ein neues Handy, weil dein altes vielleicht noch funktioniert. Also da vielleicht auch mal noch überlegen,
wie wichtig dir eine neue Anschaffung ist. Es ist klar, dass wenn deine Hose kaputt ist oder dein Handy nicht mehr funktioniert, dass du dann konsumieren musst, dass du dann etwas brauchst. Aber auch dann gibt es andere Möglichkeiten, die du hast, um vielleicht nicht ganz so viel Lebenszeit dafür opfern zu müssen. Ja, und besonders schlimm wird es natürlich dann, wenn noch Neid und Missgunst dazukommen, also die Menschen sich genötigt fühlen, dem jeweils anderen gegenüber, ob dem Nachbarn, Freunden oder sogar in der Familie deutlich zu machen und auch zeigen zu müssen, dass man mehr Geld verdient, ein dickeres Auto sich leisten kann, vielleicht einen fetteren Fernseher und, und. Und das ist natürlich ein riesengroßer Teufelskreislauf, in dem wir immer mehr uns dazu genötigt fühlen, einem Job nachzugehen, in dem wir mehr Geld verdienen, mehr Druck, mehr Stress. Jetzt nehmen wir mal so ein bisschen den Druck raus und stell dir mal vor, wie es wäre, wenn du plötzlich deine monatlichen Fixkosten reduzierst. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite auch die Art und Weise, wie du konsumierst. Dass du dir auch mal überlegst, gewisse Dinge in gebrauchtem, richtig guten Zustand zu kaufen. Und ganz plötzlich sinkt der Leistungsdruck und die Notwendigkeit, arbeiten gehen zu müssen. Yeah. Und du kannst dich vielleicht vor die Wahl stellen, zu sagen, ich muss meinen Vollzeitjob gar nicht mehr so ausführen, wie ich ihn ausführe, sondern kann aus meinem Vollzeitjob vielleicht sogar einen Teilzeitjob machen. Und du änderst plötzlich dieses ich muss in ich möchte oder kann arbeiten, so wie ich will. Ja, Konsum ist an sich nicht verkehrt oder ungesund. Er findet ja jeden Tag statt. Er ist aber wirklich dann gut für uns, wenn er bewusst stattfindet und auch dann, wenn wir einen gewissen Bedarf für uns feststellen. Und die Krone setzt du natürlich auf, wenn du nicht nur darauf achtest, wie stark dein Konsumverhalten auch deine Lebenszeit beeinflussen kann, sondern auch auf viele andere Faktoren achtest, wie Umweltschutz, faire Bezahlung, gerechte Löhne, Kinderarbeit vermeiden, auch auf saisonale und regionale Produkte. Und dann machst du in vielen Bereichen sehr viel richtig. Wir alle sind nicht perfekt, aber du merkst, wir können ganz viel beeinflussen in der Art und Weise, wie wir einfach konsumieren. Das heutige Video darf eine kleine Inspirationsquelle für dich sein, für deine Gedanken mal zu überlegen, wie du deine Lebenszeit, die so wichtig ist in Zukunft, einfach etwas freier gestalten kannst. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Hinterlass gerne einen Daumen hoch. Wenn du neu bist, würde ich mich freuen, wenn du hier mit am Start bist, auch in Zukunft. Abonnier gerne den Kanal, schau dich ein bisschen um hier und lass dich einfach inspirieren. Ich bin jetzt draußen und dir ein schönes Wochenende. Ciao.